Sinzig am Teich, 2 Jahre nach der schweren Flutkatastrophe. Ich habe mich hier eben umgeschaut und wurde direkt angesprochen von dir. Das ist der Sinan. Ja, du folgst auch dem Kanal, habe ich gerade erfahren. Ja. Ja. Du wohnst hier in Sinzig. Ich habe gesehen, einige Häuser sind schon sehr weit gekommen, auch in den letzten Monaten jetzt wieder. Ihr seid fertig, während dahinter Sinzig am Teich. Da sieht es noch nicht toll aus. Da vorne, ne? Genau. Ja. Und ihr seid jetzt, wie lange seid ihr fertig? Ja, fertig noch nicht ganz. Ihnen fehlen noch so ein paar Sachen. Da kommt der Sanierer, der ist im September. Mhm. Und die macht er dann noch. Und aber die Gelder sind ausbezahlt von der ESB. Super. Soweit. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch ein Abschlussschreiben bekommen, damit ich das dann weiterleiten kann in die andere Hilfsorganisation, die die 20% bezahlen wollten oder auch zum Teil bezahlt haben. Super. Zum größten Teil, da fehlt noch eine kleine Summe halt. Okay, aber es sieht so aus, als ob ihr gut durchgekommen seid jetzt, ne? Schön. Was ist so das Erfolgsrezept dafür? Das ist ja vielleicht für die einen oder anderen, wo es nicht klappt, auch interessant zu wissen. Einen guten Sanierer zu finden. Ja. Der hat auch teilweise lange auf sein Geld gewartet, aber der hat damit auch, er hat das erwartet, aber er hat mir gesagt, ich mache dir das, damit du schneller reinkommst als sonst. Klasse. Also da danke auch nochmal hier an die Handwerksfirmen. Ne? Also es ist. Ohne die hätte ich auch nicht geschafft. Ja, also die Häuserreihe von euch ist komplett fertig mit allem drum und dran. Zwei Häuser, die sind noch dran. Okay. Das dauert noch. Der letzte Haus ist. Die sehen von außen, fertig aus, wenn ich da so drauf gucke. Das ist die zweite Haus. Da muss da angestrichen werden. Da ist aber immer noch viel Arbeit. Okay. Da ist Estrich, das und das und das. Wir haben jetzt eben auch die Wasserstandsmarke gesehen. Wie hoch war das Wasser hier? Also im ersten Geschoss hat man es gehabt, im ersten OG. 40, 50 Zentimeter waren da jetzt. Ja, also das im ersten Geschoss. Ne? Das heißt, wir reden über 2,50 Meter teilweise. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Wie ist das für euch so? Also ich habe eine Followerin, die auch betroffen ist, die auch hier in Sinzig wohnt. Namen sage ich jetzt nicht, war ich eben auch gerade. Die sagte, meine Kinder müssen halt jeden Tag hier dran vorbei. Ja, klar, das ist halt ein bisschen deprimierend. Man sieht dann hier die Häuser, die noch nicht fertig sind. Also hier das große Komplex. Und weiß ja nicht, was da jetzt gemacht werden soll. Da ist halt ja jeder was anderes. Mal abgerissen, mal nicht. Ja, also wohnen tut keiner mehr drin. Ne? Das ist schon länger durch, das Thema. Ne? Was ich positiv finde, ist hier, dass hier die Jalousien geschlossen sind. Genau, ne? Dass da keiner reinkommt. Ja. Ja. Der Vermieter dahinter hat ein anderes Haus als ein anderer. Der hat das total toll renoviert. Wir gehen mal hin, wir gucken mal gerade auch hier. Ja, nämlich grad, kann man hinten durch? Okay, ich folge. Ja, die haben auch Rasen eingesät, habe ich gesehen hier. Ja, das war die Stadt. Ne? Okay. Alles klar. Also. Ja, gehe ich mal von aus, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also neulich waren hier arbeiten gewesen. Also die waren hier, wann war das? Im Juni? Nee, ja, Juni glaube ich. Juni haben sie das gemacht. Okay. Da, wo es so heiß wird. Also hier sieht man halt immer noch die Spuren außen dran. Ja, wenn man jetzt vergleicht mit dem Haus hinten, ne? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist kein Vergleich, ne? Ja. Also da hat sich einer Mühe gegeben. Chapeau an den Vermieter da hinten. Also ich glaube, die sind auch alle vergeben, die Wohnungen da. Glaube ich. Ja, Wohnungsmangel ist ja da, ne? Wo habt ihr in der Zeit der Flut oder nach der Flut gewohnt? Direkt nach der Flut hat man erstmal im Dachgeschoss uns bequem gemacht. Mhm. Hatten zwar kein warmes Wasser, aber dann hat die Stadt oder wer auch immer hinten so Duschcontainer hingetan, konnte man dann da duschen. Das ging dann bis 22 Februar. Dann haben wir ein Tiny House bekommen. Okay. Und hatten 5 Personen, aber natürlich ein bisschen happig. Okay, wie viele Quadratmeter waren das? 32, okay, puh. Ja. Aber ab und zu bin ich wieder mit meiner Frau dann wieder im Dachgeschoss eingezogen, habe die Kinder dann allein gelassen. Die gingen ja noch zur Schule und das, ne? Okay. Noch eine Ruhe haben. Glaube ich. Also wir haben sie überbrückt. Und dann jetzt in dem Haus wohnen wir seit Dezember. Okay. 22. Super. Also 10 Monate im Tiny House. Okay. Ja, aber schön, dass es bei euch vorwärts geht. Ja, also bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ne? Ich zeige es euch nochmal, wie der aktuelle Stand hier ist. Ja, die Verletzungsgefahr ist so groß, da sind Scherben und was, wenn da Kinder spielen. Und das tun die auch, ne? Und das tun die auch, ja. Also wir gehen jetzt nicht drauf, aber ich zeige es mal von hier, wie es da ausschaut. Ja, aber zumindest zugemacht hier. Das war ja eine Zeit lang, oder was heißt eine Zeit, sehr, sehr lange offen und eine wirkliche Katastrophe. Also zumindest das Minimalste, was man machen kann, gemacht. Was ist dein Wunsch so für die Flutregion irgendwie als Betroffener? Das ist nicht mehr passiert. Okay. Wie ist so deine Hoffnung da, was den Hochwasserschutz und die Sachen angeht? Okay. Ob sie da was machen?
Bestimmt. Wir werden sehen. Lass mal von außen rumgehen. Mich interessiert, wie der Rest noch ausschaut. Also euch auch nochmal einen schönen Abend. Wir sind hier, wie man unschwer erkennen kann, in Sinzig am Teich mit einem Betroffenen hier, der auch dem Kanal folgt. Und wie siehst du das als Betroffener? Also ab und zu kriege ich manchmal die Meinung, das ist aber selten, ich glaube noch nicht mal 10 Mal insgesamt, ne? Man möchte an die Flut und an die Sachen nicht erinnert werden. Da sage ich jedem Mensch, ihr müsst den Kanal nicht gucken. Ne? Man muss halt damit leben. Alles verdrängen bringt ja auch nichts. Und ihr seht es tatsächlich jeden Tag, wenn ihr hier aus der Tür rausgeht auch, ne? Da das Haus? Ja. Ja, klar. Ja, ne? Ja, und das ist in vielen anderen Regionen auch so, ne? Also Hilfe und Spenden sind immer noch nötig. Und ja, damit Betroffene weiterkommen in den Häusern, spendet bitte an tolle Hilfsprojekte. Es gibt viele da draußen. Ja, es gibt noch viele Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Meine, wir haben es geschafft soweit. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Aber was musst du jetzt noch machen? Die Geländer mussten noch dran. Okay. Da und hier. Silikon muss noch gezogen werden an, an den Türzagen. Da muss noch, da haben sich wohl die Handwerker vermessen. Die Fliese, das ist gar nicht. Ja, okay, das ist. Ja. Ja, Spendenverteilzentrum Ahrtal hier vom Nick Falkner und seinen Jungs ist ja auch hier direkt, ja, um die Ecke. Ne? Ecke, ja. Und da wollte ich demnächst auch noch mal hin. Und bin mal gespannt, was es da so Neues gibt. Die sind ja auch mega aktiv hier. Die haben auch übrigens die Stiftung fürs Ahrtal. Also auch eine tolle Stiftung. Wer da unterstützen möchte, auch gerne. Ja, ist schon Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Ne? 2 Jahre sind es jetzt. Ja. 2 Jahre ist her. Wie habt ihr das jetzt so, ich sag mal, psychisch verkraftet mit allem drum und dran? Eigentlich ganz gut. Meine Frau irgendwie nicht. Und meine älteste Tochter auch gut, die Kleine glaube ich auch. Aber der Junge dann halt nicht. Ne? Ist halt jeder anders. Klar. Wie habt ihr, wenn ich fragen darf, die Flutnacht verbracht? Wir sind zu Freunden gefahren. Okay. Da sehr gut. Ich habe erstmal anderthalb Wochen übernachtet. Dann habe ich von einem Freund eine Wohnung gestellt gekriegt für auch 2 Wochen. Der war nämlich weg im Urlaub. Okay, ja, super. Und dann sind wir ins Haus wieder eingezogen, oben ins Dachgeschoss. Da haben wir dann halt versucht, sauber zu machen, soweit es geht halt. Wann war der das erste Mal nach der Flut wieder im Haus? Also ne, ich vor Ort? 2 Tage später. 2 Tage später. Mhm. War ja verboten alles. Ja, du sagtest vorhin auch viele freiwillige Helfer, da warst du so dankbar für auch. Das war eine Solidarität, hier war wirklich einiges los. Von komplett Deutschland. Ne? Ja. Also vielen Dank an jeden, der in Flutgebieten dann im Einsatz war. Ja, wir gucken uns nochmal ein bisschen hier um. Heute auch nochmal für den Zeitstempel, der 3. August 2023, Sinzig im Ahrtal. Ja. Also eigentlich wäre es ja ein total leichtes, ich sag mal, ich habe das so oft schon gesagt, wenn ich mal hier war, ein Hochdruckgerät, ein Kärchergerät. Genau. Ja, also, die oberen Häuser sind ja, ja, nicht betroffen. Ja, ja, es ist nur unten. Ist, glaube ich, nur 10 Zentimeter betroffen. Es ist eigentlich nur hier unten. Wasserschlauch, Kärchergerät. Genau. Also ich sag mal, ich habe früher so eine Wand, wenn ich da zu Hause bei uns ums Haus rum gemacht habe, war ich nach 2,5 Stunden durch, dann ist eins fertig. Nochmal 2,5 Stunden vorne sind 2 fertig. Die ja, und man sieht es ja hinten, ne, was möglich ist, wenn man tut und macht. Aber gut, die Hintergründe hier sind vielfältig. Der Müll ist endlich weg. Der ist aber schon länger weg, glaube ich. Ne? Schon länger. Wie lange liegt der nicht mehr da jetzt? Da hatten sie die Dinge noch Absperrung dran gemacht. Ich meine, kann sein, also auf jeden Fall, ich meine im November. Kann der ganze Müll weg. Hier hat sich ja einiges, ne? Ja. Aber war vieles, was auch im Nachhinein wohl hingelegt wurde. Ja, ne? Also abends kamen wir, haben dann abgelegt. Reifen und Biomüll haben sie abgelegt. Echt? Okay. Ja, alles. Wahnsinn. Aber das hat man überall, das ist nicht nur ein Flutkatastrophenproblem, sondern das ist überall so leider. Ja. Ja. Aber ich sag mal, jede Stadt hat eigentlich ihre Mülldeponien. Wahnsinn. Ja, habt ihr mal so einen kleinen Einblick hier. Carsten schreibt auch an hier, ein ganz toller Mensch, das geht an dich hier. Also lass gerne mal hier die Herzchen regnen. Ja, also, hinten sieht es ähnlich aus, da gehen wir auch noch mal kurz hin, wenn wir schon mal einmal da sind. Und dann geht es auch gleich irgendwann nach Hause. War ein langer Tag, also wenn ihr es nicht gesehen habt, die Videos von heute aus Trier, sehr interessant. Und ja, in den nächsten Tagen gibt es Neuigkeiten. Danke übrigens hier auch nochmal ganz kurz an alle Menschen, die sich auch heute gemeldet haben. Auch an viele, die sagten, komm nochmal schnell bei uns vorbei, du bist gerade in der Nähe. Ich habe gemerkt, wie wichtig Trier vielen Leuten ist. Ich werde da ab und zu jetzt mal öfter sein auch. Na, jetzt nicht in den nächsten 2 Wochen, aber danach Kordel steht auf jeden Fall mit am Programm.
mit einer Helferin vom Kaiserzelt habe ich eben telefoniert, mit der Tanja Asmussen noch. Und ja, vielen Dank auch für eure Unterstützung und Support. Und ja, wir bleiben dran. Und bitte weiter hier die Flutbetroffenen in den Regionen des Landes Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterstützen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das sieht nicht so schlimm aus wie das andere. Ne? Ja. Also, das war ein kleiner Einblick hier noch aus Sinzig. Euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns, ihr Lieben. Ciao. Der Carsten noch einmal hier. Ja? Ja, okay.